Studierende profitieren zunächst einmal davon, dass sie überhaupt ein Feedback während des Semesters erhalten, was ja oft aus Zeitgründen von Lehrendenseite nicht unbedingt drin ist. Dieses Feedback, dadurch, dass es von Kommilitonen kommt, ist zunächst mal verständlich, weil sie sich in der Regel ja auf einem gleichen Lernstand befinden und auch die Sprache der Kommilitonen teilen. Darüber hinaus erhalten Studierende im Rahmen von Peer Reviews auch Rückmeldungen von mehreren Studierenden, das heißt nicht nur von einer Lehrperson, sondern Studierende, also unterschiedliche oder mehrere Studierende teilen ihre Perspektive auf ihre Arbeit. Das ist ein zweiter Mehrwert. Ein weiterer Mehrwert ist, dass Studierende überhaupt mal mit der Perspektive des Lesers oder eben des Zuhörers konfrontiert werden und dadurch so einen Perspektivwechsel mit nachvollziehen können. Wie kommt denn das, was ich da geschrieben habe, was ich da erarbeitet habe, bei der anderen Seite an? Ja. Darüber hinaus profitieren sie natürlich auch als Feedbackgeber, ja, weil sie in dieser Rolle des Feedbackgebers zum einen nochmal andere Lösungsansätze kennenlernen. Ja, also indem ich sehe, wie macht es der Kommilitone X oder der Kommilitone Y, erweitere ich ja erstmal meinen Horizont, was gibt es überhaupt für Herangehensweisen. Darüber hinaus lernen die Studierenden aber auch konstruktiv Feedback zu geben. Ja, also das ist natürlich, setzt natürlich voraus, dass die Lehrenden das auch entsprechend begleiten und das Feedback geben wie empfangen auch explizit zum Thema machen. Das heißt, Studierende vertiefen zum einen, nochmal zusammenfassend, ihre fachbezogenen Kompetenzen durch ein Peer Review und gleichzeitig aber auch überfachliche Kompetenzen, die sich aufs Feedback geben beziehen. So viel zu den Studierenden. Wieso sollten Lehrende eigentlich Peer Reviews machen? Lehrende profitieren insofern von dem Peer-Review-Verfahren, weil das Feedback oder der Feedback-Prozess von ihrer Person erstmal losgelöst wird. Ne? Das setzt natürlich Ressourcen frei. Ja, wenn ich jedem einzelnen Feedback geben muss, dann kostet das unheimlich viel Zeit. Diese Zeit gewinne ich, wenn ich das Ganze an die Peers übertrage. Heißt nicht, dass es nicht auch Zeit kostet, das Ganze sauber vorzubereiten. Also das heißt, es ist zum einen mal ressourcenschonend und ich kann tatsächlich trotzdem den Lernprozess der Studierenden durch einen Feedback-Prozess unterstützen. Gleichzeitig erfahren aber Lehrende auch durch diesen Feedback-Prozess, der unter den Peers durchgeführt wird, sofern sie das auch sauber begleiten, wo denn die Studierenden jeweils stehen. Also was haben sie denn schon erreicht, was ich mir vorgenommen hatte und was haben Sie noch nicht erreicht und inwiefern muss ich jetzt oder kann ich meine Lehre auf die Bedürfnisse der Studierenden anpassen? Und ich gehe einfach mal davon aus, wenn ich nah beim Studierenden bin, wenn ich das Gefühl habe, die Studierenden lernen auch etwas bei mir, dann bin ich auch als Lehrender zufriedener mit meiner Rolle und Aufgabe. Also ganz grundsätzlich, ich begleite viele Lehrende in der Planung, Durchführung und Reflexion ihrer Lehre. Und ganz unabhängig jetzt von Peer Review oder einer anderen Methode, finde ich es grundsätzlich wichtig, dass man die Studierenden abholt. Ja? Es ist nicht unbedingt so, dass Studierende nur darauf warten, aktiviert zu werden. Ja? Ganz im Gegenteil, so aus dem schulischen Kontext kommend, immer jünger an die Universität kommend, sind sie es eher gewohnt, ganz viel Orientierung, Struktur und Vorgabe zu bekommen, sind ja erstmal irritiert. Was ist hier überhaupt los? Das heißt, auch eben für das Peer-Review-Verfahren, dass ich die Studierenden abholen muss, ja? Dass ich sie auch ein Stück weit überzeuge, wofür machen wir das jetzt? Ja? Nicht nur der Methode wegen, sondern weil das tatsächlich ein Mehrwert für sie ist, weil sie auch zusätzliche Kompetenzen ausbilden und weil sie eben ein Feedback bekommen zu ihrer Leistung. Setzt natürlich voraus, ne, in Klammern, dass ich als Lehrender auch von dieser Methode überzeugt bin. Ja, nichts schlimmer als ich wende eine Methode an, die ich selber nicht so ganz überzeugend finde. Ne? Das nehme ich mal so als Voraussetzung vorne weg. Darüber hinaus würde ich wirklich viel Zeit investieren, den Ablauf zu erklären, ja, auch immer wieder zu erklären.
das Ganze auch zu visualisieren, irgendwo auch hochzuladen, am besten, dass Studierende immer wieder einen Überblick gewinnen, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ich finde es genauso entscheidend, auch nochmal auch das Feedback der Studierenden zu lenken, Kriterien vorzugeben, weil damit dann das Feedback auf alle Fälle treffsicherer wird und die Studierenden aber auch in Anwendung dieser Kriterien ja nochmal eine Vertiefung ihrer Kenntnisse erleben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Lehrenden immer im Blick haben, dass sie sich dann mit den Studierenden in zwei Lernfeldern bewegen, nämlich einmal die übungsbezogenen Aufgaben, also die aufgabenbezogenen Kompetenzen eben in der Lösung dieser Aufgabe, aber eben auch immer diese überfachlichen Kompetenzen. Und wenn man tatsächlich sagt, es ist mir wichtig, dass Studierende auch diese überfachlichen Kompetenzen ausbilden, dann muss ich das einfach auch entsprechend in meiner Lehre thematisieren. Abschließend würde ich noch sagen, was ich wichtig finde bei Peer Reviews, dass die Lehrerinnen sagen, ich mache mir diese Methode jetzt zu eigen. Ja, ich passe die an die Bedarfe meiner Lehrveranstaltung an. Das heißt, an das konkrete Lehrformat, Seminar, Vorlesung nur als Beispiel, an den Lernstand der Studierenden, Bachelor, Master, an die Gruppengröße, an die Zeit, die ich überhaupt zur Verfügung habe. Ja, und dass man nicht sagt, ich muss jetzt dieser Methode gerecht werden, sondern ich schaue, wie diese Methode meinen Bedarfen gerecht werden kann.